Rund um das Thema Geschäftskonto gibt es tatsächlich relativ häufig verbitterte Diskussionen. Ich möchte in diesem Video einmal 5 Gründe sagen, warum ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist, ein separates Geschäftskonto zu haben. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und rein so aus Steuerberatungsperspektive ist Ordnung in der Buchhaltung das absolute A und O. Und ich habe natürlich auch viel mit Kontist-Kunden zu tun und gerade in diesem Kontext höre und sehe ich immer wieder Diskussionen, ob es denn überhaupt notwendig ist, ein separates Geschäftskonto zu führen oder ob man das Ganze nicht einfach auch irgendwie über sein Privatkonto abwickeln kann. Und ich persönlich bin absolut der Auffassung, dass ein separates Geschäftskonto äußerst empfehlenswert ist. Aber ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Es gibt vielleicht ein paar andere Regelungen, warum das fast nicht anders geht, aber tatsächlich gibt es kein Gesetz, was dir vorschreibt, dass du als Selbstständiger irgendwie ein separates Bankkonto brauchst. Aber ist doch meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Der erste Punkt, der meiner Meinung nach für ein separates Geschäftskonto spricht, ist die absolute Klarheit und Übersichtlichkeit. Es ist natürlich für dich viel einfacher, einen Überblick über deine Finanzen zu behalten, wenn du privat und beruflich sauber trennst. Das heißt, wenn du die privaten Ausgaben und eventuell auch Einnahmen, Geldquellen und so weiter über dein Privatkonto abwickelst und alles Berufliche, also alles im Rahmen deiner Selbstständigkeit, über ein Geschäftskonto. Dann hast du ein besseres Gefühl dafür, woran es eigentlich liegt, ob dein Kontostand jetzt gerade höher oder niedriger ist. Liegt der hohe Kontostand gerade an dem Weihnachtsgeschenk von der Oma oder an dem Kindergeld, was gerade gekommen ist oder einfach, weil du sparsamer gelebt hast? Oder liegt es daran, weil du gerade einfach viel Einnahmen hast, die Kunden schneller bezahlen, du vielleicht mehr in Rechnung stellst oder aber bei den Betriebskosten sparst? Und das ist natürlich relativ wichtig zu wissen, um auch ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Steuern du zur Seite legen solltest. Das heißt, mein erster Punkt, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass du 2 Konten hast, ist definitiv die Klarheit und Übersichtlichkeit. Der zweite Punkt, der resultiert fast daraus. Du sparst dir unglaublich viel Zeit bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung, wenn du das Ganze sauber trennst. Weil du als Selbstständiger machst eine Einnahmenüberschussrechnung. Und ganz ehrlich, eigentlich buchst du da einfach nur alles, was reingekommen ist, also alle Geldeingänge auf deinem Konto, ziehst davon alle Geldausgänge ab, das heißt alle Betriebsausgaben, die du tatsächlich gezahlt hast. Da gilt auch das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, das Bankkonto ist eigentlich schon, ja, ich würde sagen, fast 50% von deiner Buchhaltung. Und wenn du das sauber buchst und das auch sauber in der Kontoführung schon trennst, dann hast du eigentlich 50% von deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung schon erledigt. Das heißt, ganz am Ende sparst du durch eine saubere Kontoführung, eine saubere Trennung zwischen privat und beruflich unglaublich viel Zeit bei der Buchhaltung und Steuererklärung. Der dritte Punkt, warum ich glaube, dass ein separates Geschäftskonto sinnvoll ist, sind die AGB der Banken. Denn da ist häufig geregelt, ob ein Konto ein Geschäftskonto oder ein Privatkonto ist. Und dann ist meistens gleichzeitig geregelt, dass du das Geschäftskonto nicht privat nutzen solltest oder das Privatkonto nicht geschäftlich für deine Selbstständigkeit nutzen solltest. Das heißt, es ist kein Gesetz, aber in den allermeisten Fällen haben Banken das so geregelt. Ich erzähle dir dazu einfach mal eine private Geschichte. Und zwar habe ich mich relativ früh selbstständig gemacht. Und auch da habe ich geglaubt, ich muss das nicht trennen. Ich kann das alles über ein Konto laufen lassen und dann kann ich das ja immer noch auseinanderrechnen. Ich verrate dir jetzt nicht, dass es die Comdirect war und die einfach mein Konto geschlossen hat. Es ist nämlich für Banken gar nicht so besonders schwierig herauszufinden, dass du dein Privatkonto als Geschäftskonto benutzt, weil du ständig mehrere Geldeingänge hast und im Überweisungszweck dann nicht mehr Gehalt oder Lohn steht, sondern halt irgendeine Rechnungsnummer. Das heißt, es ist wahnsinnig simpel für die Bank, das herauszufinden und die Banken wollen das nicht gerne. Warum? Weil das andere Vertragsverhältnisse sind. Das eine sind B2C-Verträge, also mit Endkunden, das andere sind B2B-Verträge und das läuft rechtlich alles so ein bisschen anders. Und deswegen gibt es eigentlich von der Bankenseite gar keine Gemischtkonten. Und bevor du das gleiche Problem hast wie das, was ich hatte, dass dir einfach ein Konto zugemacht wird und dir plötzlich die Kunden nicht mehr Geld überweisen können und das ehrlicherweise ziemlich kritisch sein kann, wenn die Kunden plötzlich glauben, dass du super unseriös bist, dass die Bank deine Konten schließt und so weiter, würde ich dir dringend empfehlen, trenn das Ganze lieber von vornherein. Der vierte Punkt, warum ich glaube, dass eine saubere Trennung der privaten und der beruflichen Finanzen sinnvoll ist, sind die Aufbewahrungspflichten. Du musst deine Buchhaltungsunterlagen 10 Jahre lang aufbewahren. Wenn du das noch nicht wusstest, schau dir unbedingt das Video an, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Und das gilt natürlich auch für die Kontoauszüge. Du musst die Unterlagen für dein Geschäftskonto 10 Jahre lang aufbewahren. Und wenn das Finanzamt
beispielsweise eine Betriebsprüfung anordnet für einen Zeitraum, der schon 8 Jahre oder 10 Jahre in der Vergangenheit liegt, dann musst du dem Finanzamt diese Unterlagen freigeben. Wenn du also ein Konto benutzt, musst du im Falle einer Betriebsprüfung natürlich auch alle privaten Transaktionen mit dem Finanzamt teilen. Das muss nicht sein und das kannst du vermeiden, indem du das Ganze von vornherein einfach sauber trennst, weil für den privaten Bereich gibt es keine 10-jährige Aufbewahrungspflicht, sondern nur für deine Selbstständigkeit. Der 5. Grund, der für mich für ein separates Geschäftskonto spricht, sind die Funktionalitäten. Geschäftskonten haben ganz häufig erweiterte Funktionalitäten. Das Kontes-Geschäftskonto hat zum Beispiel eine Steuerrücklage. Das heißt, da wird Einkommensteuer und Umsatzsteuer automatisch zur Seite gelegt. Das brauchst du im privaten Bereich nicht. Oder es gibt einen DATEV-Export der Transaktionen. Auch das brauchst du im privaten Bereich nicht. Oder du kannst in der Kontes-App direkt die Kontes-Steuerberatung beauftragen. Auch das brauchst du im privaten Bereich nicht wirklich. Das heißt, dieses Kontes-Geschäftskonto und auch viele andere Geschäftskonten sind genau so designt, dass es genau auf deine betrieblichen, geschäftlichen Bedürfnisse als Selbstständige angepasst sind. Viele Funktionen nerven sogar eher, wenn du dieses Konto auch privat nutzt. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du fürs Geschäftskonto ein spezialisiertes Geschäftskonto hast und für den privaten Bereich halt ein privates Girokonto, weil einfach die Anforderungen auch unterschiedlich sind und im Zweifel bezahlst du sonst für Funktionen, die du gar nicht richtig nutzt. Das sind die 5 Gründe, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, die privaten und beruflichen Finanzen sauber zu trennen. Ich höre in diesem Kontext gerade von Gründern relativ häufig die Frage, aber wie mache ich das denn, weil ich habe ja erst nur Kosten, aber noch keine Einnahmen und dann reicht der Kontostand auf meinem Geschäftskonto nicht aus. Oder aber auch andersrum, wie mache ich denn eigentlich diese Privateinnahmeendlage, also wie sorge ich denn, dass das irgendwie passt, wenn ich auf dem einen Konto Geld habe, aber es auf dem anderen brauche. Deswegen an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, weil ich merke, dass das ganz viele so gar nicht wissen. Du kannst von deinem Geschäftskonto und von deinem Privatkonto so oft und häufig Geld hin und her überweisen, wie du nur möchtest. Das ist steuerlich vollkommen neutral. Ich habe zu dem ganzen Thema Privateinlagen und Entnahmen auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, weil ich merke, dass das ein super präsentes Thema ist, wo es ganz viele Fragen dazu gibt. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. Hier an dieser Stelle nur die wichtige Information. Du kannst, wenn du Einzelunternehmen bist, also Freiberufler oder Gewerbetreibender, dir so häufig und oft Geld hin und her überweisen zwischen der Privatkonto und Geschäftskonto, wie du möchtest. Du löst da keine Steuerpflicht und gar nichts aus. Das heißt, ich würde wirklich ganz konsequent sagen, dass du alle geschäftlichen Transaktionen über dein Geschäftskonto abwickelst. Und wenn der Kontostand mal nicht ausreichen sollte, um Rechnungen zu bezahlen, dann überweist du dir vorher vom Privatkonto auf das Geschäftskonto Geld und bezahlst dann von da die Rechnung. Weil sonst fängt das Chaos an, wenn du mal von da irgendwie eine Rechnung bezahlst, wenn du mal die IBAN auf deinen Rechnungen irgendwie änderst und das dann aufs Privatkonto fließt und so weiter. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich war insgesamt über 15 Jahre schon selbstständig in meinem Leben und ich habe dir gesagt, am Anfang war ich bei weitem nicht so organisiert und strukturiert und ich habe Wochen, Monate gebraucht, mein Chaos später irgendwann mal wieder aufzuräumen. Deswegen dringender Appell, trenne diese beiden Konten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir helfen und dich vielleicht auch dazu motivieren, ein separates Geschäftskonto zu eröffnen oder dich dazu motivieren, bei der Kontoführung noch ein wenig mehr, ich würde mal sagen, Ordnung walten zu lassen. Ich persönlich kann dir tatsächlich empfehlen, auch noch mehr Konten zu haben. Es gibt so ein Mehrkontenmodell. Auch dazu habe ich übrigens ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir oben rechts einmal. Wenn du für deine Selbstständigkeit nicht nur ein Konto brauchst, sondern auch einen Steuerberater, der sich idealerweise spezialisiert hat auf Freiberufler und Selbstständige, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich genau das, ein spezialisierter Online-Steuerberater für diese Zielgruppe. Und wie wir dich unterstützen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.